Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Das Estádio do Dragão in der Hafenstadt Porto leuchtet so blau wie der naheliegende Atlantik. Das wird hier ein attraktives Spiel werden zwischen diesen beiden Top-Mannschaften. Also es gibt keine echten Zwänge, weil es nicht um so viel geht. Und wir haben zwei Mannschaften, die für große Fußballkunst und Fußballkultur stehen. Es kann ein richtig überwältigendes Spiel werden. Alles ist angerichtet. Auf ein Wort, Hansi. Wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Ich glaube, es gibt europaweit kaum einen Innenverteidiger mit einer derartigen Spielintelligenz wie Mats Hummels. Wenn er den Ball am Fuß hat, wenn er nach vorne geht, dann wird er vom Abwehrspieler zum Spielmacher. Absolut. Der kann einen Stürmer in die Rente bringen. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Er läuft da sehr schön mit zurück. Gute Defensivarbeit. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Jetzt der Abschluss. Stark gehalten. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Guerrero mit der kurzen Variante. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Mann, hat der eine Ausdauer. Bailey. Schick. Ab auf die Flanke. Nee, den verliert er an. Baumgartlinger. Schick. Diaby. Schick. Nutzt den Raum auf dem Flügel da sehr gut. Nutze die Chance. Da hat nicht viel gefehlt. Baumgartlinger. Dreh steht einfach nach vorn. Ja, was hat er denn vor? Diaby steht Excel. Da ist die Tor für Bayern 04 Leverkusen. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Neuer Spielstand 1:0. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten.
Flankenwechsel. Toll gelöst. Den hat er. Jetzt könnte er flanken. Faust vor und weg damit. Er versucht's. Und der Pass nach hinten. Da ist die Chance. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Erstmal geklärt. Rafael Guerrero. Er passt ihn rein. Gut rausgespielt, aber da hätte mehr bei rumkommen können. Die Flanke ist perfekt, der Kopfball allerdings nicht. Den hätte er durchaus reinmachen können. Bailey macht mächtig Alarm auf der rechten Seite. Mal sehen, was der so vorhat. Oh, das kann ins Auge gehen. Sie lassen dann nichts anbrennen. Dahoud. Und weg mit dem Ball. Der Schiedsrichter gibt Eckball. Schick. Mats Hummels gewinnt den Ball für sein Team zurück. Rafael Guerrero. Dahoud. Eine sehr gute Verteidigung. Das waren die ersten 45 Minuten. Ansi, wie ist deine Einschätzung der ersten Hälfte? Sie sind nun einmal eine Kontermannschaft par excellence und genau so haben sie sich diese Führung. Der Ball, der rollt wieder. Sie wären ganz schlecht beraten, sich zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren. Rafael Guerrero. Brandt. Jopp, da hat er ihn erwischt. Hau weg den Ball. Glanzparade des Keepers. Also überhaupt keinen Vorwurf an den Schützen, das war ein klasse Freistoß. Aber das ist ja auch ein klasse Torwart. Baumgartlinger. Der Ball kommt zu Bailey. Das ist Sancho. Physisch enorm präsent. Brandt. Den muss und die Möglichkeit. Ball ist über der Seitenauslinie. Dahoud. Diaby. Mit Augenmaß. Da ist die Chance. Er versucht's.
toll aufgelegt. Das ist die... Da ist es passiert. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Das hat er herrlich gemacht. Die Ballkontrolle, stark, wie er sich den Ball vorlegt. Klasse. Und dann dieser Abschluss. So, 2-0 jetzt also. Das ist jetzt ein ganz anderes Spiel. Die Mannschaft, die hier vorne liegt, hat alles im Griff. Bailey. Baumgartlinger. Diaby. Unterstützen. Das war spitze. Brandt. Reus. Reus. Reus mit der Flanke. Der war ein bisschen zu stark. Ja klar, dass der Coach hier nicht begeistert ist, wenn seine Schlüsselspieler nicht zum Zug kommen. Also diese Strategie ist klar erkennbar. Nimm doch, wenn es irgend geht, den absoluten Schlüsselspieler des Gegners raus aus der Partie. Das Spiel ist unterbrochen, jetzt kann gewechselt werden. Er hat alles rausgehauen, er hat gekämpft, er hat gerackert, jetzt kann er nicht mehr, jetzt darf er vom Platz. Und die Hereingabe. Er hat aber weißes Auge. Schick. Hat bereits 2 Tore erzielt, so verkehrt läuft das Spiel für ihn nicht. Und dann ist er weg, der Ball. Perfekt antizipiert. Er zieht durch, der ist drin. Bühne frei für eine dramatische Schlussphase. Radetzky. Erst mit einem starken Reflex, doch letztendlich ist er machtlos. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt, sie haben es ausgenutzt. Und damit Bühne frei für eine hoffentlich furiose Schlussphase. Meunier. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Bayer Leverkusen. Da ertönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Sicher hätten sie gerne noch das ein oder andere Tor geschossen, aber am Ende haben sie diesen knappen Vorsprung über die Zeit gerettet. Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel freien Lauf. Eins steht jetzt schon fest, sie können weiter in Ruhe.